Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3 und wir sind immer noch in Old Olney. Olney, ihr wisst Bescheid. Wir müssen immer noch an den Todeskrallen vorne vorbei, was ja für uns kein Problem darstellt. Und müssen die Tesla-Spule bringen, die mich immer noch ein bisschen an Command & Conquer erinnert. Ach du Heiliger. Die mich immer noch ein bisschen an Command & Conquer erinnert. Kurz einmal das Headset etwas runterdrehen. So. Ja. Wer es auch noch kennt, ich hätte auch mal Bock, wieder Command & Conquer zu spielen, fällt mir gerade so ein. Können wir ja eventuell auch mal machen, oder? Je nachdem, wie ihr Lust habt. Also ich habe auf jeden Fall Lust, ich werde es dann auch machen wahrscheinlich. Ich mache ja eh, ich mache die Let's Plays von Sachen, wo ich echt Bock drauf habe. Aber werde sie auch, wenn ich keinen Bock drauf habe, früher oder später zu Ende führen. Zum Beispiel von Gears Tactics, welches immer noch läuft. Ja. Es ist noch installiert, ich werde es noch zu Ende bringen, aber das Spiel ist halt überhaupt nicht meins. Na egal, jetzt geht's um Fallout 3 und jetzt werden wir auch hier weitermachen, weil das ist auf jeden Fall meins. Ist auch einfach ein richtig geiles Spiel. Und ich freue mich auch, dass ich das mal wieder jetzt so weit durchgespielt habe und auch noch also komplett zu Ende spielen werde. Weil das ist ja auch der Sinn und Zweck des Kanals gewesen, dass ich mal die Bibliothek so ein bisschen durchspiele von mir, anstatt immer irgendwie die Spiele nur versauern zu lassen in der Bibliothek. Und halt auch mal die alten Spiele, mit denen man so ein paar Erinnerungen und so verknüpft, auch nochmal wiederholt. Oder sagen wir mal nachholt, die Erlebnisse nochmal empfinde eventuell so ein bisschen. Der ein oder andere wird mich verstehen können. So, dann müssen wir jetzt erstmal gucken, wo wir da rein müssen. Hallo, liebe Todeskralle. So, und tschüss. Nehmen wir mal zwei Stimpacks, wir haben ja genug. Wir haben ja genug. So, oh, Todeskralleneier. Widerlich. Absolut ekelhaft. So. Was haben wir denn hier? Hier war anscheinend mal ein Laden oder sowas. Ja, würde ich sagen, nehmen wir alles mit, ne? Ja, außer hier den Schrott. Das andere werden wir uns gerne einstecken. So, hier haben wir sonst ja, nichts mehr Interessantes leider. Aber gut, wir werden hier noch bestimmt das ein oder andere Lustige finden. Jetzt muss ich nur was gucken. Da unten ging es ja auch weiter, ne? Durchschnittlich verschlossen. Ah. Ja, ja, ja. Easy. So, und da haben wir einen Nuka-Cola Quantum. Und ein chinesisches Sturmgewehr. Und Munition dafür auch noch. Wunderbar. Ich finde, wenn das so läuft, dann läuft es super. Wir finden ja auch viel 44er Munition. Das finde ich auch sehr schön. Von der kann man nämlich nie genug haben. Von der hat man aber auch nie genug. Die ist irgendwie immer so ein bisschen leer. Und er hatte hier aber, ich muss aber auch sagen, er hatte hier den besten Platz, ne? Also hier haben wir, oh, hier haben wir noch eine Magnum. Die nehmen wir natürlich mit. Aber er hatte hier den besten Platz. So, Zellentür zu, da kamen die Todeskrallen nicht durch. Ja. Aber ist halt dann verhungert oder verdurstet. Gut, ist auch halt nicht so geil, aber zumindest wurde er nicht zerfleischt. Obwohl ich mir so einen Hunger- oder Dursttod auch sehr, sehr unangenehm vorstelle. Ich weiß ja nicht. Also ich weiß schon, was es heißt, mal übel Hunger zu haben. Natürlich nicht so wie Leute, die gar nichts haben. Also das will ich jetzt auch nicht behaupten. Es gibt Leute, die wissen wirklich, was Hunger bedeutet. Aber ich hatte damals in der Bundzeit so ein bisschen, also in der Grundausbildung, wann haben wir Essen bekommen? Morgens, dann mittags und abends. Aber halt abends war da 17 Uhr, also spätestens 17 Uhr. Oh, ein Heckenschützengewehr. Spätestens 17 Uhr. Und, also 16.30 Uhr, glaube ich, sogar war das nach Dienstunterbrechung in der Grundausbildung noch. Und auf jeden Fall war das dann so. Danach hatten wir dann zumindest auch nichts mehr bekommen. Also wir haben dann, ne, durften ja auch selbst jetzt nicht unbedingt was mitnehmen oder so.
war ja die Grundausbildung, ne, das war halt ein bisschen anders als dann in der Stammeinheit später. Und ja, da muss ich auch zugeben, ich war vorher leider jemand, ich habe immer sehr gerne gegessen und auch immer sehr spät. Und ich hatte die erste Zeit halt wirklich so, dass ich morgens nichts runterbekommen hatte, weil ich halt nie der Frühstücksmensch war. Also vor der Schule oder so, weil ne, nach der Schule bin ich halt zu bunt und vor der Schule und so, habe ich nie gegessen. Ich war nie der Frühstücksmensch. Hatte dann da auch nie so wirklich Hunger drauf. Dachte mir so, ach komm, schaffst du schon. War eine Fehlannahme. Und habe dann halt erstmal so morgens nichts gegessen. Dann habe ich mittags, so, also da gab es jetzt auch nicht so Unmengen. Ne? Man hat jetzt nicht so, so ein Fünf-Sterne-Buffet oder sowas. Ne? Man hat halt Kantine, ein Gericht und gut ist. Und ja, also ich sag mal so, da lag ich dann teilweise auch abends im Bett und hatte übertrieben Hunger. Also ich hatte wirklich Hunger. Deswegen stelle ich mir so einen Hungertod nicht vor. Und ich war noch nicht mal vom Tod. Also es war da schon unangenehm und das war noch lange nicht so, dass ich sagen würde, da wäre ich verhungert oder so. Aber ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich hoffe, ihr wisst so ein bisschen die Intention dahinter. Ach, die Enklave wieder. Ne, weil ich will damit halt nur mal ausdrücken, dass ich, dass es schon, wenn man nur Hunger hat, ohne zu verhungern, schon sehr, sehr unangenehm und sehr, sehr ekelhaft sein kann. Und deswegen so ein Hungertod vermutlich mit das Schlimmste ist. Und das Traurige daran, um es mal auch nochmal zu sagen, ist halt, dass es wirklich noch Menschen auf der Welt gibt, die wirklich noch verhungern. Was eigentlich schon, weiß ich nicht, das ist schon menschlich gesehen ein Armutszeugnis. Wenn man überlegt, wie viel teilweise weggeschmissen wird und alles, das ist, ja, ist schon sehr traurig. Shit, genau wie das hier gerade. Nein, aber es ist schon sehr, sehr traurig. Ne, also ich, wenn ich mir manchmal sehe, zum Beispiel, wenn man auf im Buffet ist oder so. Ich habe mir das so angewöhnt, als Kind natürlich, da waren die Augen größer als alles andere. Aber, oh ne. Ah, shit. Ich hatte mir aber angewöhnt. Aber ich muss mal hier in den Kampf fertig, dann erzähle ich weiter die Story. Weg, geh weg, geh weg, geh weg! Ah! Fox? Fox! Kannst du mal bitte umfallen? Du auch! Meine Güte. Wo ist Fox? Danke. Nein! Nein! Ist, die Asche ist weg. Kann doch nicht wahr sein. Nee, aber als Kind hat man natürlich auch immer die Teller so voll genommen, ne? Bei Buffets oder so, da war das Auge immer größer. Aber ich habe mir dann angewöhnt, zu Buffets immer nur ein bisschen zu nehmen. Man kann ja immer wieder nachholen. Das ist das Schöne an Buffets, man kann ja immer wieder hin nachholen. Und ich finde auch so, es ist ja nie ein Kilometerweg oder so. Also da kann man schon mal aufstehen kurz und hingehen. Als Kind natürlich, wie gesagt, zu viel, aber ne, habe ich mir angewöhnt, nicht mehr so viel zu nehmen und halt dafür mal zwei, dreimal mehr zu laufen. Dafür war aber nie was auf dem Teller übrig. Aber dann gibt's Leute, Alter, ich will jetzt hier keinen bashen, ne? Ich meine, gut, die haben es vielleicht nicht anders gelernt oder so und vielleicht ist denen auch die Sache nicht so ganz klar. Was? Wo? Da unten. Ne, aber es gibt halt Leute, die machen sich die Teller so übertrieben voll auf dem Buffet. Ich denke mir so, okay. Ich meine, vielleicht hat er richtig Hunger. Gut, alles eine Sache, kann man machen. Allerdings sieht man dann auch teilweise, dass der Teller einfach im Müll landet. Und ich denke mir da so, Junge, wie asozial kann man sein? Ja, wie gesagt, am Ende denke ich dann auch so, okay. Ne, es ist halt auch eine Sache so, wie man es beigebracht bekommen hat. Und wenn man es halt nie anders beigebracht bekommen hat, dann gut, ist das halt so. Sollte nicht so sein. Oh, er lebt immer noch. Alter, könnt ihr bitte, kannst du bitte, danke. Ja, aber trotzdem finde ich das halt hart, wenn man dann so viel Essen wegschmeißt und im Gegenzug, um dann wieder darauf zurückzukommen, woanders, Menschen nicht nur hungern, sondern teilweise verhungern. Boah, das tut mir immer richtig leid. Weil ich mir immer denke so,
Alter, ja. Essen ist schön, dass wir genug davon haben, aber dann geh doch auch damit trotzdem so um, als wenn es was Wertvolles ist, weil es ist was Wertvolles und nicht als, ne, als Gott gegeben. Ich meine, ja, Essen ist so gesehen, ne, aber ihr wisst, was ich meine. Aber wechseln wir mal das Thema. Das war jetzt ein ziemlich ernstes Thema, wo man hier schon mal drauf kommen kann, während wir die ganze Zeit diesen, Alter, diesen Helikopter hier, diesen Vertibird über uns haben. Wo ist der? Mann, ey. Da. Der geht mir ja richtig auf den Sack hier, das Ding. Meine Güte. Mach die weg. So, wo müssen wir denn jetzt hin eigentlich? Jetzt habe ich so viel von dieser Story erzählt. Jetzt habe ich glatt den Weg verloren. Oh, Only Kraftwerk. Da wollen wir auch hin, aber nicht jetzt. Wir wollen uns natürlich hier ein bisschen umgucken. So, gehen wir mal bei das GNR-Zeichen hinweg. Da unten könnte doch safe eine Quantum drin sein. Gucken wir gleich mal nach. Ich habe nur Angst, dass wir nicht wieder so smart nach oben kommen. Ah ne, hier sind wir unten. Ja gut. So. Ja, Sensormodul nehmen wir mit. Falls wir keinen Platz mehr haben, reparieren wir einfach ein paar chinesische Sturmgewehre. Die haben wir eh jetzt gerade in Massen. So, da ist nichts drin. Aber hier, nice. Pfeile. Wir haben ja immer eine Pfeilpistole gebaut, die, auch wenn wir sie jetzt gerade nicht benutzen, weil, ja, gegen die Enklave und so, ja, kannst du die auch besser werfen, als damit zu schießen. Gegen Rüstung bringt die Pfeilpistole nämlich nicht wirklich viel. So, da haben wir nichts mehr. Hier ist aber das Plasmagewehr und das ist super. Damit können wir nämlich unseres reparieren. Hier irgendwo ist die Asche von dem. Oder der grüne Schleim von dem hingeflogen. So, hier haben wir... Oh, Plasmaminen, ne? Impulsgranaten meine ich. Plasmaminen sehen anders aus. Natürlich sind das Impulsgranaten. So. Mehr ist hier unten nicht, oder wie? Da ist noch ein Todeskrallenkäfig. Da ist aber nichts drin anscheinend. Hier liegt noch eine... Ich kotz gleich. Eine Leiche über der Toilette. Also ich würde sagen, der hat auf jeden Fall nicht gut geschissen. So, dann komm, dann gehen wir mal wieder hier hoch. Ah ne, warte mal. Hier ist doch noch was. Nice. Ja, ein bisschen Munition halt, aber... Besser als nichts, ne? Solltet ihr übrigens laute Musik oder so im Hintergrund hören? Ich habe Fenster offen, weil... ich habe das Fenster offen, weil es einfach extrem warm ist heute wieder. Und, ja, offenes Fenster ist da schon gut. Na, vor allem ist es aber auch lästig, wenn dann Leute mit Lautstärke 80 dran vorbeifahren. Aber gut, sei es ihnen gegönnt, ich fahre auch gerne mit, also nicht mit lauter Musik, also ich werde jetzt nicht so... Ja doch, manchmal drehe ich auch schon auf. Ich will ehrlich sein, manchmal drehe ich auch auf. Aber deswegen, kein Vorwurf. Aber ist halt dann für mich persönlich in dem Moment störend. Aber sonst sollen sie machen. So, Olney Kraftwerk. Also nur mal als Disclaimer, falls ihr mal was hört oder so, es könnte passieren. Ja, vor allem jetzt, wo jetzt wieder die paar Lockerungen und so sind. Oh, ja, hier brauchen wir unser Plasmagewehr noch nicht. So, Mülltonnen. Gut. Ah, okay. Er fordert Schlüssel. Ja, gut, wie er uns nicht getroffen hat, wa? Gut, wie er uns auch nicht getroffen hat. Ah, ihr könnt einfach nicht zielen. Ihr seid einfach kacke. Dämliche Wachbots. Ein Nuka-Cola-Truck. Ich habe die früher übrigens auch mal eine Zeit lang gesammelt, die Nuka-Cola-Trucks. Das fand ich immer sehr lustig. So, Jet.
Ja, hier haben wir sonst nicht... Oh, Moment. Da haben wir noch einen Erste-Hilfe-Kasten. Den nehmen wir mit. Moment, Moment. Metallkisten leer. Hm. Aber da ist auch noch was. Okay. Automatisiertes Steuerungsterminal. Hm. Was kann das? Gucken wir doch mal. Können wir das vielleicht ausschalten, dieses Kack-Gebritzel im Hintergrund? Automatisierten Prozess herunterfahren. Kontrollverzeichnis laden. Ja, gut. Es britzelt immer noch im Hintergrund, okay. Hä? Wir können nicht in den Wachbord gucken. Wir können nicht mit ihm sprechen, warum auch immer. Wir das sollten, wenn er kaputt ist. Wir können sie allerdings nicht looten. Darauf will ich hinaus. Bisschen schade, aber gut. Hätten uns wahrscheinlich eh nur ein bisschen Munition oder so gegeben. So, ein Spind hier wieder nur. Sonst nur Putzmittel. Macht Sinn, in der Putzkammer macht das Sinn. So, da haben wir noch was, ne? Nö. So. Ja, die gehen noch. Ich würde sagen, die Wachbots hier. Wir haben ein Level erreicht, an dem die Wachbots auch kein Problem mehr sind. Was haben wir hier noch drin? Nur Putzmittel, okay. Nur Putzmittel, was wir nicht brauchen. So, hier haben wir Altmetall, Putzmittel, Zeugs. Da ist nur eine Lunchbox. Ja, gut. Ist, nichts, was wir gerade brauchen. Hier raucht alles so unheilsvoll. Also ich bin ehrlich, wäre das jetzt Realität, ich würde mich hier nicht lange aufhalten. Also ich wäre hier wahrscheinlich jetzt schon raus wieder. Hier sollte man auf der Hut sein. Ja, so sehe ich das nämlich auch. Ah, guck mal, ihn können wir durchsuchen. Sehr schön. Wie geil ist das denn? Okay, das finde ich ziemlich geil. Den Trick... Das sind Metro-Tickets. Den Trick müssen wir mir übrigens verraten mit der Achterkugel obendrauf. Tja, nehmen wir alle mit. Ich habe so eine kleine Metro-Ticket-Sammlung. Und die wiegen nichts. So, wir haben die ganzen Metro-Tickets dabei. Aber schön gemacht. Und Respekt, dass man das so hinbekommen hat. Ich meine... Die sind hier alle runtergefallen, direkt als ich eins genommen hatte. Und ich weiß nicht, wie die Entwickler das jetzt hier wirklich hingestellt haben, den Haufen. Also das Kartenhäuschen eher gesagt. Aber wenn die das wirklich so in Fitzelarbeit gemacht haben sollten, Respekt dafür. Ich glaube eher, die haben da irgendwie, haben das irgendwie einprogrammiert oder so. So, Discoveries, Night Vision. Es ist immer das zweite anscheinend. Bis jetzt. So, Strahlung entlüften. Automatisierten Prozess Sünder, Strahlung entlüften. Okay, was ist das hier? Dieser Gegenstand wird von einem anderen Ort aus aktiviert. Okay. Also, hier sieht es nicht gut aus, Freunde. Hier sieht es nicht gut aus. Was macht er denn, ey? Er tanzt da rum. Der Dancing Wachbot, Alter. Yeah. Der hat den Groove. So. Automatisiertes Steuerungs... Es ist immer das zweite. Nein, diesmal nicht. Aber auch nicht das erste. Nee. Auch nicht das dritte. Jetzt müssen wir auf... Erlaubnis auffüllen gehen. Oder auf alle Bomben entfernen, bis keine mehr da ist. Außer halt eins. Aber mit einem kommen wir klar. So. Erlaubnis aufgefüllt. Lobotomized Experience. Muss es dann ja sein. So. Strahlung entlüften. Ne, nicht reaktivieren, bitte. Aktenschränke.
Ja, also die Wachbots sind anscheinend komplett weg. Sicherheitsterminal. Oh, oh, Moment, Moment. Eventuell können wir da was ausschalten mit. Containers, southwards. Ja, das S am Ende ist schon mal falsch. Und das O an zweiter Stelle auch. Haha, deswegen musste es das hier sein. Müssen wir gar nicht so lange Learning by Clicking machen. So, Sicherheitssystem deaktivieren. Sicherheitssystem, Sicherheitstür deaktivieren. Sehr schön. Haben wir alles deaktiviert. Finde ich gut. Wir gucken uns natürlich trotzdem noch ein bisschen um. Um zu sehen, ob hier noch irgendwas ist. Oh, guck mal hier. Ach, wie cool. Einfach mal so ein verborgener Raum. Ich meine... wie geil ist das denn? Die krasse Schachpartie zwischen dem unversehrten Gartenzwerg, bei dem übrigens die Kippe noch glüht. Ich mache mir jetzt gerade Gedanken, wer vor kurzem noch hier war. Und dem Teddybär und auch die Flaschen da drauf. Also das ist ja mega geil. Ah, das ist cool gemacht. Den Teddybär nehmen wir natürlich mit. Ansonsten, ja, alles hier kaputt machen. Das Foto dafür haben wir ja schon. Kommt mit ins Thumbnail rein. So, Magnum. Die Milchflaschen brauchen wir nicht. Vorkriegsgeld nehmen wir natürlich auch noch mit. Hier sollte man auf der Hut sein. Ja. Die Nudeln, die würde ich auch nur wirklich im äußersten Notfall essen von da unten neben der Toilette. Aber ich meine, okay, wenn man sich das hier so anguckt, es war der äußerste Notfall. So, wo ist Fox? Da. Ich dachte schon, der wäre jetzt weg. Es sah so aus, als hätte er sich komplett weggeglitscht. Okay. So, guck. Die haben wir ausgeschaltet. Sonst wäre es vermutlich kacke geworden. So, was haben wir hier noch? Aktivieren. Elektrischer Notschalter. Können wir nicht. Oha. Sicherheitsterminal. Vegetables. Er startet. Nice. Nice. So, was haben wir hier? Sicherheitssystem deaktivieren. Sicherheitstür deaktivieren. Guck mal hier. Das ist halt extrem cool. Ich mag das hier. Ich mag das ganze Gebäude hier. Die Effekte sind schon echt geil gemacht. Und das ist das auch, was ich jetzt mal sagen muss bei Fallout 3. Ich meine, guckt euch das mal an. Gegen Ende hin haben viele Spiele das Ding so... Oh, guck mal hier auch. Das ist so mega geil. Gegen Ende hin haben viele Spiele immer so das Ding... Da war vielleicht die Zeit knapp. Vielleicht war das Budget knapp. Kann alles passieren. Diese Spiele werden dann gegen Ende hin aber oft mal so unfertig. Also man merkt, dass sie nicht so ausgereift sind und gegen Ende langweilig werden, weil die Ideen ausgegangen sind oder das Geld, ne? Fallout 3? Ja. Macht einfach das hier. Mega. Also ich finde das gerade extrem geil. Fox, geh mal zur Seite, das soll auch mit ins Thumbnail kommen. Ah, das ist schon geil. Das ist schon wirklich, wirklich geil. So, was haben wir hier? Luftgewehrmunition. Warum finden wir hier Luftgewehrmunition? Also ich glaube, damit können wir jetzt gar nichts mehr anfangen. So, Altmetall. Sonst haben wir hier nichts. Können wir das irgendwie ausschalten? Anscheinend nicht von hier. Was haben wir hier? Da geht's runter. Da geht's hoch nach Old Olney. Oh, Altmetall. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. So, hier ist auch nochmal eine Kammer. Mit Mentats. Geil. Was ich übrigens mich immer noch frage, auch nach all den Jahren, das muss ich mal, glaube ich, auch googeln. Aktiviert es irgendwas, wenn man... Oh, Alien-Energiezelle. Nice. Aktiviert es irgendwas, wenn man...
jedes Hand, ach nicht Handfunkgerät, jedes jede Amateurfunkbox aktiviert. Das würde mich halt mal auch interessieren, ob das irgendwas aktiviert. Fernzugriffsterminal, Strangeless, Stretching, könnte sein. Start, ja, ist es. Nice. So, Maschinennot aus aktivieren. Nice, wir haben es ausgeschaltet. Sehr gut. Uah, das sieht hier halt alles nicht gut aus. Ich habe Angst. Wir haben die Tesla-Spule. Ich habe Angst. Alter, das sieht ja alles nicht gesund aus. Geh mal, Fox. Ich will gucken, ob man das hier... Nee, kann man nicht. Wir müssen jetzt also zurück nach Paladin Tristan. Gut, dass wir hier direkt den Ausgang haben. Wie man es kennt halt. Ich wollte mich aber noch ein bisschen umgucken, wenn ich ehrlich bin, weil hier ist ja auch noch was. Guck mal hier. Haben wir noch gar nicht gesehen hier. So, hier ist aber auch irgendwie nichts Besonderes, ne? Da ist Redaway. Okay, nehmen wir mit. So, ach so. Hier hätten wir auch einfach durchgehen können. Ja gut, wir brauchen die Experience nicht mehr, deswegen ist das schon in Ordnung. Dann können wir jetzt zurück nach Paladin Tristan gehen. Immerhin geht die Folge auch gerade so ein bisschen zu Ende. Hallo. Todeskralle und ciao. So, immerhin geht die Folge auch gleich sonst zu Ende. Und da können wir es ihm nochmal abgeben. Ich meine, so 5-6 Minuten haben wir ja noch, ne? Können wir vielleicht sogar nochmal nach Megaton und einmal kurz die Sachen wegbringen. So, wo ist Paladin Tristan? In der Zitadelle natürlich. Dann wollen wir mal ihm die Tesla-Spule bringen. Und gucken, was er damit so krasses anrichten will. Ich meine, die Vertibirds, ne? Die haben ja gesagt, ja, wir haben auch immer Probleme mit den Vertibirds gehabt. Prime hat uns da geholfen, ne? Die Dinger können ja von mit den Plasmagewehren in 0,nix wegkloppen. Ich brauchte, glaube ich, 2 Magazine, da war das Ding unten, oder? Aber gut. Ach, der steht da, ja. Ja. Da müssen wir rein. Dort müssen wir hinein. In den A-Ring. So, hallo Tristan. Sie haben eine Tesla-Spule gefunden? Jo. Ausgezeichnet. Ich werde dafür sorgen, dass dies sofort an die Gelehrten weitergegeben wird. Sie haben gute Arbeit geleistet, Soldat. Sind Sie für Ihren nächsten Auftrag bereit? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Aber natürlich. Ich bin bereit. Was steht... Jawohl. Na gut. Wenn Sie bereit sind, melden Sie sich bei mir. Wir werden noch kurz warten. Wir werden jetzt nach Megaton gehen und heilen in unserer netten Station und dann werden wir nämlich erstmal unsere Sachen wegpacken. Und dann werden wir uns bei ihm nochmal melden. Dann werden wir uns danach nochmal bei ihm melden. So. Falls ihr euch übrigens fragt, wofür die Alien-Munition ist, da kommen wir noch zu. Da konnte ich jetzt nur nicht vorher hin, weil an besagter Stelle, die vermutlich die meisten, die Fallout 3 gespielt haben, schon kennen, trigger ich sonst ein DLC, was ich erst später mit euch spielen möchte. Also das Mothership Zeta DLC. Kann ich ja schon mal so weit vorweg erzählen. Ich meine, die meisten kennen es schon. Ich glaube, ich werde hier nicht jetzt groß rumspoilern, wenn ich das sage. Aber ja. Wird trotzdem lustig. So viel kann ich ja schon mal sagen. Es wird trotzdem sehr lustig. So, Aktenschrank. Ah, dann müssen wir erstmal ein paar Sachen wegpacken. Die ganzen chinesischen Sturmgewehre weg. Die Flinte nehmen wir mit. Das kann weg. Ja, das kann alles weg hier. Damit reparieren wir unseres. So, Schockschwert behalten wir natürlich. So, die Spitaminen können weg. Was haben wir noch bei? Den Müll hier, den wir aus Versehen mit eingesammelt haben. Redaway. Behalten wir 2, wie immer. Ihr wisst Bescheid. Sonstiges. Was ist so schwer bei Sonstiges? Oh, 11 Stangen Zigaretten. Okay.
Und 7 Teddybären, die hätten wir auch nach unten packen können. Ich bin dumm. So, die 7 Teddybären, ja, die bringen nochmal minus 7. Aber irgendwas ist da noch schwer, ne? Die Metro-Tickets wiegen nix. Was ist da so schwer? Boah, wir haben 54 Mini-Atombomben. Fast am Maximum. Ich glaube, das Maximale, was man finden kann, waren 64. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, 64. Aber da will ich... Ach so, nee, wir haben ja noch das Plasmagewehr. Alles gut. Aber da bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Aber wir sind schon, glaube ich, entweder haben wir das Maximum schon oder wir sind sehr, sehr nah dran. Also, ne, das ist schon... Da haben wir gut gefunden. Ich glaube, uns fehlen noch ein paar, aber nicht mehr viele. Also, das ist jetzt wirklich nicht mehr viel. Und ich finde die jetzt auch nicht so wichtig, weil mit dem Fat Man habe ich noch nie so gerne gespielt. Ich habe mich damit immer selbst in die Luft gejagt. War halt immer unvorteilhaft, ne? War immer sehr, sehr unvorteilhaft. So, Weltkarte. Die Zitadelle. Wir gehen zu Tristan. Und da werden wir dann auch die Folge beenden und danach werden wir uns auf den Weg machen, ja, zum nächsten Auftrag anscheinend. Und danach, also wenn wir hier alles erledigt haben, wenn wir Broken Steel umhaben, werden wir, ach da ist Tristan, werden wir uns ja um Mothership Zeta kümmern und ganz am Ende werden wir nach Point Lookout fahren. Mit der Fähre. Und da ein bisschen aufräumen. So. Dann würde ich mal an der Stelle sagen... Ah, Fox. Einmal ein gutes Bild hier machen. Bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen.